Dann haben wir da mal so einen Freund, auch Robobark genannt. Das ist ein selbstentwickelter Laufroboter von uns, mit hier gerade 6 Beinen, also ein Hexabot-Roboter. Wir haben das so entwickelt, dass man sich diesen Roboter theoretisch auch mit der eigenen Hardware bauen könnte, mit zum Beispiel 2 Beinen, 4 Beinen, 8 Beinen. Und auch diese ganze Programmierung hier drauf ist Open Source mit der Arduino IDE. Wir könnten da jetzt einfach drauf zugreifen. Im Endeffekt wird die Beinposition berechnet, ja, und er stellt die Beine danach, dass der Körper gerade bleibt. Ja. Also er rechnet das komplett aus. Natürlich sind da Laufsequenzen hinterlegt und so weiter. Hat da 6 verschiedene Gangarten, das Ganze. Wir haben es auch geplant als Open Source, deswegen ist es auch komplett so offen gebaut, damit man selber weiterbauen kann, nicht eingekapselt und so weiter, als Toy, sage ich jetzt mal, also als fertiges Spielzeug, sondern es soll einfach zum Weitermachen anregen. Dies ist eigentlich nur ein Beispiel von dem, wo wir quasi dem Maker einen Startpunkt geben möchten, eine Hilfestellung geben möchten, aber dennoch soll er natürlich in seinem Gestaltungsfreiraum so frei wie möglich sein und soll hier seine individuellen Ideen verwirklichen können. Ja, also für die Maker, ja, Betrachtung, wie ich schon gesagt habe, aus dem Forum raus, dass halt das eigentlich ein wenig schade ist, dass halt der eine, sage ich mal, in der Mechanik ja, gut ist, ja, der andere in der Elektronik, in der Software, die Community verbindet das zwar auch irgendwo alles, ja, aber keiner wird für den anderen 10 Roboparks bauen. Da fehlt wahrscheinlich im Hobbybereich ja deutlich die Zeit, ja, um das so austauschen zu können. Also wenn, dann muss derjenige, ich nenne es mal der Maker, ja, schon alles selber bauen, ja. Zwar mit Hilfe von einem Forum zum Beispiel, ja, aber er muss es komplett selber bauen, ja. Wenn es jetzt, sage ich mal, der komplette Einsteiger ist, der gar nicht weiß, was er damit machen soll, dann ist es vielleicht schon mal eine coole Aufgabe, das einfach nur zusammenzubauen, einfach nur zu verstehen, wie funktioniert die Mechanik, wie baue ich das eigentlich alles zusammen. Das war so Mitte der 2000er, ja, und das ist jetzt vor 2 Jahren, ja. Ja, da sieht man zum Beispiel auch deutlich, dass der für uns in der Werkstatt damals wirklich noch handgefeilt ist. Ja. Der kleine Freund hat unseren Mechaniker damals gebaut. Da waren nur die Herausforderungen auch, weil die Servos die Stellkraft eine gehabt haben und die Langlebigkeit. Das ist so richtig ein erster Prototyp mal zum Basteln, sage ich jetzt mal, gewesen. Ja. Ein leichter Unterschied ist zu erkennen. Er hat schon mal 3, er hat keine Umlenkungen drin, sind alle Beinchen sind direkt angetrieben. Ja. Hier sind sie aufgehängt. Die Beinchen an der Mechanik und sozusagen komplett entlastet vom Servomotor. Und hier sind sie direkt drauf, weil die neuen Servos einfach definitiv mehr Stellkraft haben, mehrfach kugelgelagert sind, Gegenlager mit drin haben. Das Laufverhalten wirkt so wesentlich realistischer als wir jetzt bei dem Freund. Ja, er hebt halt linear sein Beinchen auf und senkt es dann wieder ab. Aber wir hatten ja den Vorteil, muss ich sagen, auch auf Open Source Sachen wieder zurückzugreifen. Ja, also da haben sie in der Community schon einige ausgetobt softwaremäßig, ja, vor Jahren und haben da Inverse Kinematik für Hexabot-Robots gebaut, ja, die wir als Basis genommen haben. Wir hatten nämlich mal ein Studententeam, die der Roboterspinne magnetische Füße gegeben haben und die konnte dann tatsächlich wie ein echtes Insekt oder eine Spinne eine Wand hochlaufen mit diesen magnetischen Füßen. Das fand ich echt cool. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir bei uns hier in der Abteilung oder bei Konrad Maker haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Startpunkt, weil nur ein Maker kann auch so eine Plattform oder Produkte entwickeln, die für Maker geeignet sind. Und da ist super, dass wir hier Kollegen haben, die hier technisch einfach so tief drin sind, die Materie lieben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man hier in der Arbeit was tut, das, was man einfach auch zu Hause gern macht, sein Hobby zum Beruf macht. Und nur so kann man auch dann so ausgereifte Plattformen wie den Robobug entwickeln. Irgendwas, was man zu Hause halt einfach machen muss oder irgendwie im Alltag, wo man sich selbst behilft mit einfachen Mitteln. Das ist eigentlich schon Do-it-yourself und Making. Ich glaube, jeder von uns, oder ich glaube, es ist so, jeder von uns ist ein Stück weit der Maker. Wir bezeichnen jetzt oder gerade jetzt hier auch bei der Plattform einen Maker eher als technischen Maker. Aber ein Maker ist auch jemand, der vielleicht
am Wochenende eine besonders schöne Torte macht oder der irgendetwas aus Holz bastelt. Also deswegen gibt es viele Maker. Jeder, der einfach an einen Punkt gelangt, wo er merkt, okay, da ist irgendeine Problemstellung und sich dabei selber helfen möchte. Und das ist in meinen Augen schon ein Maker, egal um welche Problemstellung das es geht. Also wenn das ein Maker-Hobbyprojekt für daheim ist, fang einfach an. Fang einfach an, das kann nicht mehr, wenn nicht funktionieren, ja. Und ein bisschen die Hobbykasse schmälern, das ist alles, sag ich mal, ja. Man muss einfach mal anfangen, man meint immer, das ist eine riesengroße Hürde, aber es gibt so viel Literatur, so viel online und man muss sich einfach mal trauen. Und klar, man muss klein anfangen, aber wenn man mal drin ist, macht es riesengroßen Spaß und ich glaube, dann kommt man auch ganz schnell zu irgendwelchen großen Dingen. Einfach machen. Wichtig ist einfach anfangen und machen. Man lernt am meisten beim Machen.